Hallo und willkommen zurück zu einer neuen kleinen Vorstellung. Und zwar keine DLC-Vorstellung, aber sowas ähnliches. Weil ich esse nebenbei ein Eis übrigens, also lasst euch davon nicht stören. Und zwar zeige ich euch in diesem Video, einen Moment. Boah, ist nicht so geil, das Eis. Alle Giant Software Mods, also sprich Mods. Hoppla. Die von Giant Software veröffentlicht worden, sprich keine von irgendwelchen Leuten. Also sind sozusagen kleine kostenlose DLCs und haben mir gedacht, zeigst du mal alle, die es bis jetzt gibt. Es sind nicht alle gekauft, weil es wären da zum Beispiel das Horse Pack, das sind nur vereinzelt paar stellvertretend, zum Beispiel hier die Feldspritze und hier der Dolly. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Nur ganz grob und schnell, jetzt ist es nichts Besonderes. Ihr findet alle Mods im Mod Hub, ganz normal. Ihr müsst einfach nur oben gucken, ob der Ersteller von dem Mod Giant Software ist. Und wenn ja, bam, passt. Ja, ich zeige euch mal ganz kurz die eine Besonderheit und oder die zwei Besonderheiten. Einmal hier dieser Mahidra. Das ist auch ein Giant Software Mod. Aber den habt ihr nur bekommen, wenn ihr die Day One Edition habt. Also ich habe mir die Day One Edition damals auf Amazon vorbestellt, deswegen habe ich den. Bei der Collectors Edition gab es diesen John Deere Gardor und dann gab es noch irgendeine Edition, da gab es diesen Mahidra in Rot. Und diesen Class Dominator, den gibt es nur im Class DLC als Zusatz-Download. Den habt ihr dann dementsprechend nur, wenn ihr das Class DLC habt. Ha. Dann gehen wir mal nur die, also gehen wir mal hier grob die wichtigen Sachen durch. Zum Beispiel hier diesen Case XL. Das sind alles Maschinen, die hätten theoretisch auch schon von Anfang an drin sein können. Die meisten. Aber wurden halt nicht, haben es nicht geschafft von Anfang an drin zu sein oder haben gedacht, brauchen wir dann doch. Keine Ahnung aus welchem Grund. Der neueste ist hier dieser John Deere 6M Series, der kam erst vor ein paar Tagen raus. Auch ganz nices Gerät, wir schauen uns das nicht im Shop an, ich springe das hier nur ein bisschen drüber. Ganz unerwartet und habe ich auch erst vor kurzem zufällig gefunden, gibt es aber schon länger, ist hier der Schlüder. Der ist auch von Giant Software, aber ja, der wurde nicht irgendwie groß angekündigt oder ähnliches. Der war halt einfach da auf einmal und dann habe ich ihn zufällig gefunden. Ja, dann haben wir hier diese ganzen Special-Dinger, die Valdra T-Serie als Q-Edition, die kennen wir aus der Day-One-Edition vom LS17. Die K-Edition haben wir dann einmal noch als Valdra N und Valdra S-Serie bekommen. Dann hier diesen Valdra, ihr wisst schon Bescheid, den nicht mehr schnellsten Traktor der Welt, aber der war mal der schnellste Traktor der Welt. Jetzt ist ja dieser JCB. Dann hier den 900er Black Beauty, der war aus der Collector's Edition. Genauso wie dieser Challenger, aber da gehen wir gleich nochmal hin. Diesen, den schwarzen Masse Ferguson, den gibt's nicht. Den anderen Day One Bulldog gibt's leider nicht. Dann haben wir hier, ja gut, das ist ja klar. Dann haben wir hier noch ein paar Selbstfahrer, die Pantera, das Ding von New Holland und dieses Horsch, die Horschspritze, die aus dem Horsch Pack. Da kommt unter anderem auch das Teil her und hier diese Auflieger, der weiße. Ganz wichtig auch das IT-Runner Pack, da wird jetzt nur den Anhänger hingestellt, da gibt es halt noch die ganzen Mulden dazu, logischerweise, alles in einem Pack. Den ganz großen Miststreuer aus dem Big Bad DLC damals gibt es auch als Mod. Den Big X580, diesen kleinen Rostelmesh. Die JCB-Kompaktlader, alles logisch. Dann gibt es hier die Big Bud, weil ich sau schade finde, dass die nicht standardgemäß im Spiel sind, sondern einfach als Mod nachkamen. JCB-Radlader und die Liebherr-Lader, das ist ja auch logisch. Und dann haben wir hier noch ein paar Special-Dinge, einmal den kleinen, die kleine Challenger-Raube, die ist auch nicht mehr standard im Spiel, die kam mal jetzt auch nachträglich rein. Und dann die Challenger-Rauben in diesem Schlangendesign, die waren auch
Special, aber ich weiß gerne mal, wie man die bekommen hat. Und hier auch nochmal aus der Collector's Edition vom LS17 den schwarzen, die schwarze kleine Challenger-Raube. Auch ganz nice. Also, warte mal, ganz kurz. Und dann haben wir hier noch diese Hauer Frontlader. Die kamen auch erst, der ist schon länger her, aber die kamen auch nachträglich ins Spiel rein. Und der hier war bei dem kleinen John Deere da dabei. Und genauso auch der Grubber, der kam auch erst später ins Spiel. Jo. Ihr findet alle Mods, ich packe euch die Links nicht in die Videobeschreibung. Ihr findet alle Mods im Mod-Hub, ganz normal. Müsst ihr halt ein bisschen suchen. Sind meistens so die älteren Mods, die kamen halt ziemlich früh. Und ja, könnt ihr die euch runterladen, sind alles saubere Mods, sind wie als wären es ganz normale Fahrzeuge im Spiel, nur halt nachträglich reingeliefert. Das sollte schon gewesen sein mit dem Video. Das Video kommt aber wahrscheinlich erst später, wenn ich nach dem Aufnehmen. Also mal schauen, wann ich das raushaue, aber ich habe es schon aufgenommen, ist auch scheißegal. Ich wollte einfach, ich mache es jetzt nicht so ausführlich wie eine DLC-Vorstellung, weil sonst wären wir da schon stundenlang beschäftigt. Ich wollte es einfach mal kurz zeigen, ich wollte euch sagen, dass es den gibt. Weil die meisten was eh schon wissen. Und dann könnt ihr euch die easy im Mod-Hub runterladen. Ich würde sagen, wenn ihr gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst einfach Bescheid und dann bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao.